Steinakzente in Niederlosheim. Wir machen heute ein kleines Klugscheißer-Video, weil nämlich öfter mal die Frage aufkam, wie kommen denn die Preise für die Steine oder für den Sand zustande? Und du möchtest uns heute mal ein bisschen mehr darüber erzählen und erklären, wie sich denn die Preise so zusammensetzen und warum die Preisunterschiede manchmal so groß sind. Genau. Also es kommt halt drauf an, das ist ja wie, ich sag mal, bei unserem Essen hier auch. Mhm. Kaufe ich es beim Nachbarn oder kommt es halt irgendwie Avocado aus Ecuador oder sonst wo, dann habe ich natürlich Transportwege. Mhm. So haben wir halt auch Steine oder Sand, den wir halt selber abbauen. Der kostet bei uns natürlich nur einen Bruchteil, als wenn ich den abgepackt im Baumarkt kaufe. Ja. So, im Baumarkt bezahle ich für 25 Kilo im Schnitt zwischen 6 und 8 Euro. So, und für das Geld kriegst du bei uns halt schon 500 Kilo, also fast einen ganzen Hänger voll. Da ist der Sandkasten eigentlich schon gefüllt mit einem Sack aus dem Baumarkt. Mhm. Okay, ja. Aber wie kann ich das Ganze jetzt zum Beispiel bestellen bei euch? Wie wird das geliefert? Also in der Regel kippen wir das lose ab. Wir haben LKWs, auf denen ist das lose. Wir haben die Möglichkeit, das Ganze in Big Bags zu verpacken. Kostet natürlich extra. Dadurch, dass es ein Einwegartikel ist, raten wir immer halt zu Schüttgütern. Mhm. Manchmal geht es nicht anders, weil es einfach im Dreck liegt oder es soll auf dem Dach drauf. Dafür sind die Sachen ja auch da. Aber dadurch, dass wir alles so unverpackt lagern in den Boxen, macht das natürlich viel aus. Mhm. Braucht weniger Lagerfläche und ist natürlich auch viel weniger Mitarbeitereinsatz nötig. Ja, natürlich im Bauhaus. Ich meine, wie du schon erklärt hast, man muss die Abfüllung bezahlen, man muss die Verpackung bezahlen, man muss natürlich dann auch den Baumarkt bezahlen, genau. Der ja auch Miete zahlt, Mitarbeiter hat, Werbung macht. Und hier bei euch, genau. Ihr seid ein kleinerer Betrieb, aber trotzdem habt ihr eine riesige Auswahl. Genau. Und jetzt, ihr seht gerade hier schon den Rheinkäse. Der Rhein sagt jedem was, der fließt durch Deutschland. Oder hier, wir kaufen halt viel in Frankreich, weil wir nicht schneller in Frankreich sind als irgendwo im Ruhrpott. Da weiß man aber, okay, das ist ein Produkt hier von vor der Tür. Mhm. Das sieht man jetzt im Vergleich hier, diese Marmorkäse. Ja, die kommen aus Italien, aus Spanien und in der Ecke. Da habe ich natürlich eine ganz andere Anfahrt. Da bin ich halt nicht in 2-3 Stunden irgendwie mit dem LKW. Nee, da bin ich halt eher mal 2 Tage unterwegs. Dadurch habe ich natürlich auch eine ganz andere Anfahrtswege und ganz andere Anschaffungskosten. Mhm. Ja, und dadurch unterscheiden sich halt auch diese Preise. Es gibt auch Produkte wie jetzt diesen Fall, wie den Atlantis hier. Das ist generell ein sehr seltener Stein, weil man den nicht überall bekommt. Da gibt es halt nur ausgewählte Werke. Dann, die lassen sich das natürlich auch bezahlen. Ja, natürlich. Das ist halt, macht auch einen Unterschied. Gehe ich jetzt einen Ford kaufen oder gehe ich mir halt irgendwie einen Maserati kaufen? Ne? Mhm. Das ist halt immer so ein Auflageding. Ja, hier haben wir noch Donaukies. Der kommt bestimmt aus der Donau, oder? Ja, der kommt aus der Donau. Dann haben wir auch wieder Marmorsplitte. Jetzt muss ich gerade gucken, hier Lava zum Beispiel. Der kommt aus der Eifel, der ist für uns ja auch ein sehr regionales Produkt. Genau wie der Schiefer, das ist Hunsrück. Mein Pinie ist auch irgendwo klar, kommt halt nicht aus Deutschland. Dafür ist es hier nicht heiß genug. Deswegen haben wir die auch nur als Sackware da, weil wir das einkaufen müssen. Ist auch deswegen eine Portion teurer wie der normale Rindenmulch. Und wie gestalten sich die Preise? Zahle ich pro Tonne oder pro Kilo oder pro welche Einheit? Also in der Regel geben wir halt an pro Tonne, weil man ja oft schnell bei 1, 2, 3 Tonnen ist, für einen Garten zu gestalten. Mhm. Aber wir geben halt auch quasi eine Handvoll ab. Ja. Wir haben auch Kleinstmengen, da kann man mit dem Putzeimer kommen, im Einkaufskorb kommen. Das, was man halt gerade braucht. Gerade zum Beispiel für Grabgestaltung oder so brauche ich oft nur so ein kleines Eimerchen oder wenn ich nur eine Ecke auffüllen will. Viele Steine nutzen. Werden auch genutzt als Tischdeko oder für den Vasen rein. Dann brauche ich ja keinen ganzen Hänger voll. Ja. So, und ansonsten kriege ich halt das, was ich brauche. Mhm. Wenn ich mit dem Anhänger komme, dann sage ich, ich brauche 300 Kilo, dann kriege ich meinen 300 Kilo. Bei der Anlieferung kriege ich auch das, was ich brauche und nicht das, was der LKW halt hergibt. Mhm. Aber am besten wäre, wenn ich plane, eine größere Menge abzunehmen, mich vorher melden und das Ganze bestellen. Oder habt ihr auch was auf Vorrat? Die Sorten, die ihr so hier seht, haben wir eigentlich immer auf Vorrat, in der Regel so zwischen 15 und 30 Tonnen. Mhm. Also mit einem Hänger hat man das Ding nicht so schnell leer gefahren. Ja. Und also die meisten Sachen haben wir auch innerhalb von einer Woche zwei wieder bei, wenn sie wirklich mal ausverkauft sein sollten. Mhm. Und wo lagert ihr das? Hier oder habt ihr noch ein externes Lager? Wir haben ein externes Lager. Schön im Wald gelegen, ganz ruhig. Da kommen morgens die Hasen noch vorbei. Ja, also hier unten, wo wir immer drehen, das ist tatsächlich nur unsere Ausstellung mit den Findlingen. Wir haben ein Ausweichlager. Da sind halt die Sachen, die wir einfach aus Produktionsgründen in Säcken lagern müssen, wie hier den weißen Kiesel. Wenn wir den draußen lagern würden, der wird aussehen wie Wutz nach ein paar Wochen. Deswegen müssen wir den halt in Säcken lagern. Mhm.
Und das haben wir dann hier. Und jetzt mal als Beispiel. Wie viel kostet jetzt so eine Tonne Rheinkäse? Weißt du das auswendig? Jetzt fragst du mich mal. Oder habe ich dich? Ich glaube so um die 80 Euro. Okay, so. Und so der teuerste Stein, das weißt du, der zum Beispiel Atlantis, was kostet der dann? Der liegt so über die 600 Euro. Oh, ja, das ist ein massiver Unterschied. Ja. Oder ich sag mal, wenn man jetzt beim Kiesel bleibt, der hier liegt bei 400 Euro. Mhm. Ja gut, das wird ja dann speziell aussortiert, ne? Weil da ja nur das, schwarze Steine. Nee, das ist Basaltkiesel, der kommt aus der Türkei. Ah, okay. Aber hat halt dann entsprechend auch wieder Anfahrt, ne? Mhm. So, der hier kommt aus dem Hunsrück, ne? Das ist auch ein gebrochener Stein. So, der liegt bei 80 Euro. Den gehen wir selber holen, das liegt im Umkreis von 100 Kilometer. Das ist natürlich was ganz anderes, wie wenn du Importprodukte hast. Ja, natürlich. Und das sind ja dann Tonnen, die transportiert werden müssen. Das heißt, man hat auch einen entsprechenden Verbrauch, braucht entsprechende Fahrzeuge. Und wir haben halt kein Tütchen aus China, sondern wir kriegen ja containerweise dann irgendwo her die ganzen Sachen, genau. Ja, gut. Aber so ist es halt auch zum Beispiel bei Findlingen oder unserem lieben Gorilla, den wir immer da vorne sehen, ne? Den könnten wir zum Beispiel in Deutschland so gar nicht fertigen lassen. Deutsche Löhne sind so hoch, den könnten wir gar nicht mehr bezahlen. Mhm. Na, dann da haben wir halt mit Händlerkollegen zusammen, machen wir einmal im Jahr eine Bestellung und dann kommt das halt aus Asien rüber. Mhm. Da haben wir auch meistens die Buddha-Figuren alles her. Die können das sowieso besser, ist ja denen ihre Religion. Mhm. Ja. Ja, und der liegt bei 6,99. Und wiegt ungefähr? Ich schätze mal ungefähr das Gleiche. 600 Kilo oder so. Okay, komm, lass uns noch einmal rübergehen. Du hast nämlich das Schlagwort gesagt. Hier gibt es natürlich auch Preisunterschiede, weil die kommen aus verschiedenen Seiten der Welt, ja. Hier zum Beispiel, was haben wir hier? Da ist so ein China-Felsen, nennen wir den. Das ist so ein Travertingestein. Der kommt auch tatsächlich aus China. Mhm. Und dann haben wir hinten diese schwarz-weißen, die weißen, das ist alles türkisches Material. Mhm. Die haben wirklich tolle Steinbrüche da. Die machen tolle Arbeit. Ja, also riesige Auswahl. Bei euch gibt es auch irgendwas, was aus Deutschland kommt? Natürlich. Basalt. Basalt? Basalt hätten wir hier aus Deutschland. Mhm. Dann haben wir fast, da sind wir einmal Grenzgänger. Das hier ist französischer Schiefer. Aha. Also der wird dann quasi da alles verarbeitet. So, da haben wir Arizona. Da haben wir Spanien. Das muss ich gerade selber überlegen. Ach so, also, du weißt so ziemlich von allem, wo es herkommt. Ja, also Grünschiefer, der kommt normalerweise aus Deutschland. Mhm. Ja, also dieses rote versteinerte Holz, das gibt es auch tatsächlich. Gab es immer nur in Arizona. Okay. Darf aber nicht mehr abgebaut werden. Warum Steht nicht? Unter UNESCO. Ah, das heißt, das ist jetzt die letzte Lieferung, die ihr habt? Oh Gott, die haben wir jetzt seit 3 Jahren oder 4 Jahren da stehen. Mhm. Aber ich glaube, UNESCO ist jetzt seit 4 Jahren durch. Also versteinertes Holz gibt es immer noch aus Indonesien und aus anderen Ländern. Aber in Arizona selber darf es nicht mehr abgebaut werden, weil da zu viel Unfug scheinbar getrieben wurde. Ja, das heißt, wenn jemand noch so ein Stück haben will, Wertanlage. Ihr habt noch 2 hier übrig. Das ist Wertanlage. Und das hier ist nochmal was? Das ist Gneis. Ach, das ist auch versteinertes. Nee, das heißt nur so, weil es so aussieht. Weil es so aussieht? Das ist Gneis, genau, der ist aus. Portugal, Spanien, irgendwo da unten. Mhm. Und hier sind halt verschiedene Säulen einfach poliert. Das ist halt meistens Marmor. Das sieht aus wie ein Kniescheiben. Ja, das sind Tropfsteine. Haben wir sogar einen Hinweis aus den, das kriegen wir halt auch aus Vietnam, also alles aus Asien. Aber aus legal abgebauten. Ja. Mhm. Da legen wir halt schon immer Wert drauf, auch wenn wir Basaltpflaster oder so kaufen in Übersee, dass halt keine Kinderarbeit dahinter steht. Ja. Da achten wir halt schon drauf. Und wie sieht's aus? Weil ich kann mir eigentlich viele Steine auch gut als Grabstein vorstellen. Arbeitet ihr da auch mit einem Steinmetz zusammen oder wie kann man das? Wir haben keinen festen Steinmetz für sowas, weil das macht jede Kommune für sich in vielen, auf vielen Friedhöfen darf man es gar nicht. Okay. Ja, oder da müssen halt bestimmte Vorgaben erfüllt sein. Und hier der Dunkle kommt zum Beispiel aus Bayern. Aha. Stein. Und wieder ein deutsches. Ja, und das merkt man dann auch am Preis. Hier haben wir 148 Kilo. Für 89 Euro. Für 89 Euro. Und im Gegensatz dazu, was wäre eine teurere Entsprechung? Dann müssen wir wieder zurückgehen. Hier hinten wird es nur noch günstiger. Hier hinten wird es nur noch günstiger. Ja, okay. Weißt du, also die Lochsteine hier sind jetzt noch ein
ein bisschen teurer. Aber ansonsten haben wir jetzt hier den Schiefer, der kommt aus dem Hunsrück. Mhm. Immer alles dann regional. Die Grauen kommen, wo bestellen wir die denn immer? Baden-Württemberg, die Roten haben wir hier von der Saar und von der Aha. Mosel. Also hier hinten ist sozusagen die regionale Ecke. Das heißt, es gibt auch Saarsteine hier? Ja, Saar- und Moselsteine. Wer ein Stückchen, aber nicht bemalt. Wer ein Stückchen Saar zu Hause haben will in Steinform, der kann sich das hier auch mitnehmen für 21 Kilo, 12,50 Euro. Das sieht man doch einfach. Das ist halt relativ günstig, die kriegen wir hier quasi hinterhergeschmissen. Ja. Aber nochmal mit den Grabsteinen, also es ist halt, die dürfen teilweise nur eine gewisse Höhe haben. Dann sind ja auch so, dass viele Steinmetze die Grabsteine gar nicht mehr selber machen, sondern auch in großen Produktionen anfertigen lassen. Deswegen rechnet sich oft die Arbeit nicht mehr. Mhm. Okay. Also ich hatte, glaube ich, bis jetzt 3 Gräber in den letzten 5 Jahren. Und eine, die sind wieder abgesprungen. Also die haben die Findlinge zwar noch genommen, haben aber nachher gesagt, das funktioniert gar nicht mehr. Mhm. Weil die müssen den Stein dann von uns hier nach Fulda schicken, dass da die Schrift drauf kommt, dann kommen die wieder zurück. Also das nimmt doch dann Ausmaße an. Mhm. Ja. Aber für Urnengräber wird es halt immer noch ganz gern genommen, gerade so kleinere Kieselsteinchen. Ja. Gut, also Thema Preisgestaltung. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen aufklären. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt am besten vorbei bei Steinakzente oder schaut auf die Webseite oder anrufen. Genau. Also ihr erreicht uns unter 06872 91875, Montag bis Freitag 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr. Ansonsten kommt bei uns in die Ausstellung Niederlosheimer Straße 103a, direkt an der B268. Außerhalb der Geschäftszeiten ist unsere Ausstellung vorne auch geöffnet zum Angucken. Und man kann auch gerne Bildmaterial zusenden, wenn wir irgendwas Spezielles suchen sollen. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Und vielen Dank fürs Einschalten.